Es ist Sommer in London und da die Politik in den Ferien ist, gehen wir heute einfach mal aus. Und zwar zu einem meiner Lieblingsorte hier im eher schrammeligen Ost-London. Ein Ort, den Sie so einfach alleine gar nicht finden würden, denn dazu muss man von dieser lauten, lärmigen Straße in diese völlig unscheinbare Seitenallee abbiegen. Und wenn man da gleich wieder links abbiegt in Grace's Alley, dann stößt man auf diese wunderbar verblichene Fassade. Und dahinter verbirgt sich etwas ganz Besonderes, nämlich Londons letzte noch existierende echte Music Hall, Wilton's Music Hall. Und das Faszinierende an dieser Halle ist, dass hier tatsächlich alles noch genau so aussieht wie Mitte des 19. Jahrhunderts, als hier die Arbeiterklasse herkam, die gerade entstand, sich amüsierte, Musik hörte und auch manchmal ein Glas zu viel trank. Männer aus den nahegelegenen Themse-Docks zum Beispiel stürmten diese Treppen nach getaner Arbeit, um hier ihr frisch verdientes Geld auszugeben und um Stars wie Florrie Fordy zu erleben. Ein Publikum, das berüchtigt war, denn wenn ihm etwas nicht gefiel, konnte es auch schon mal handgreiflich werden. Und dieser Mann, Barry Card, der dafür gesorgt hat, dass das Wiltons heute noch so erhalten ist, führt uns jetzt hinein ins Allerheiligste, wo damals gesungen, getanzt und getobt wurde. In eine der schönsten Hallen aus dem London des 19. Jahrhunderts. Ganz zu Beginn waren das Komödiensänger, die hier auftraten. Manchmal auch Liebeslieder sangen. Und dann gab es aber auch berühmte Opernsänger, die aus Covent Garden mit einem Taxi heimlich hierher fuhren und dann dort auftraten. Es gab alles Mögliche hier damals im 19. Jahrhundert. Zauberer, Jongleure, es gab sogar mal Trapezkünstler, die hier durch die Halle sausten. Warum war es so wichtig für Sie, diese Halle so zu erhalten und nicht zu renovieren? Das ist unsere Geschichte hier. Diese Halle ist so wie Ost-London. Ein bisschen angeschlagen, etwas abgerockt, aber mit viel Herz. Daran etwas zu ändern, wäre ein Sakrileg. Heute wird hier Theater gespielt, gefeiert, geheiratet und aber auch wieder getanzt. An ganz bestimmten Tagen und auf jeweils ganz besondere Art und Weise. Und heute Abend ist hier Swing Night und der Mann, der das immer organisiert, freitags, ist Scott. Hi Scott. Hi Netta. How come that this is still so popular in the 40s? I think there's a big resurgence. Weil das eine besondere Szene ist, die sich immer wieder trifft, ohne Internet und Wi-Fi. It's just people rocking up and having a good time. But it's also the fashion and the style of the 40s, isn't it? There's been a real retro movement and if you go to East London. Wenn du durch Ost-London gehst, ist jeder dritte Klamottenladen ein Vintage-Shop und hier kann man das dann tragen. So the dancing fits the fashion. Thank you Scott and we're gonna have a look now. Und so sieht das dann hier aus, Freitagabends. Auch wenn die Halle selbst eine noch viel ältere Geschichte hat, die Frotis passen irgendwie wunderbar hierher. Und so ist die alte Wilton's Music Hall heute so lebendig wie eh und je. Definitiv das schönste Retro-Kleinod ever in Ost-London. Gucken Sie mal rein, wenn Sie das nächste Mal in der Stadt sind.